Sicher haben es schon einige bemerkt. Ich bin gerne in den Niederlanden. In diesem Video verrate ich euch, warum ich so gerne in Westkapelle meinen Urlaub verbringe. Westkapelle ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich die Seele baumeln lassen kann und der mir das Gefühl gibt, hier auch irgendwie zu Hause zu sein. Immer dann, wenn ich mich wirklich erholen möchte, dann zieht es mich nach Seeland, nach Westkapelle. Wenn ich an Westkapelle denke, dann bedeutet das für mich Sonne, Meer, Strand und Dünen. Das romantische Deichdorf mit den roten Dachziegeln ist ideal für einen ruhigen Urlaub und Entspannung pur. Westkapelle hat einen gemütlichen und historischen Stadtkern der 1950er Jahre, der mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Westkapelle war über die Jahrzehnte auch Wohn- und Arbeitsort unterschiedlicher Künstler und Künstlerinnen. Westkapelle gehört seit 1997 zur Gemeinde Fehre und hat jetzt ca. 2600 Einwohner. Übrigens, Westkapelle gehört zu den Orten von Seeland mit den meisten Sonnenstunden. Der große Leuchtturm an der Suidstraat wurde bereits im Jahr 1470 gebaut. Im Jahr 1817 wurde eine Beleuchtung mit einem roten Überbau installiert. Besonders nachts hat der Leuchtturm eine ganz besondere Magie. Fast so, als würde der Leuchtturm sein Licht beschützend über Westkapelle erstrahlen lassen. Wer den Turm besteigen möchte, der muss zunächst 197 Treppenstufen erklimmen. Der Leuchtturm ist von April bis Oktober für die Öffentlichkeit geöffnet. Mitten auf dem Deich, etwa einen Kilometer entfernt von Westkapelle, steht der kleine Leuchtturm. Der kleine rot-weiße Leuchtturm wurde 1875 aus Gusseisen gebaut. Auch der kleine Leuchtturm kann besichtigt werden und ist ca. 20 Meter hoch. Westkapelle hat einen wunderschönen 12 Kilometer langen weißen Sandstrand, der von Dünen eingebettet wird. Der Ort selbst liegt direkt am Meer. Vom Marktplatz aus sind es nur wenige Gehminuten bis an den Strand. Mehrfach wurden die Strände mit der blauen Flagge ausgezeichnet. Diese steht für eine ausgezeichnete Wasserqualität und Sauberkeit. Am Strand gibt es Toiletten, Duschen, eine Erste-Hilfe-Posten sowie Beachclubs und anzumietende Strandhütten. Es können Liegestühle, Windschutz und Sonnenschirme ausgeliehen werden. Die Sonnenuntergänge und die vorbeifahrenden Schiffe bieten einen unvergesslichen Anblick. Direkt neben dem Radarturm gegenüber der Brücke befindet sich die Rettungsstation der KNRM. Thank you.
Der kleine See bei Westkapelle ist ein Brackwassersee, in dem Süßwasser aus dem Landesinneren mit Salzwasser aus der Nordsee gemischt ist. Der See ist von wunderschöner Natur umgeben. Ein Fußweg ist vorhanden. Die wichtigsten Geschäfte befinden sich direkt im Ort. So gibt es unter anderem einen Supermarkt, eine Drogerie, einen Juwelier, einen Bäcker und eine Autowerkstatt. Großeinkäufe können gut in Dombörch und in Zauterlande erledigt werden. Im Polderhuis Museum befindet sich eine spannende Dauerausstellung über die Historie des Deichdorfes und seinen Einwohnern. Die Gastronomie ist sehr abwechslungsreich. Neben Italiener, Chinesen, Pfannkuchenhaus, Fischspezialitäten bis hin zum Imbiss am Deich ist für jeden Geschmack etwas Leckeres dabei. Im Ort gibt es immer wieder abwechslungsreiche, tolle Veranstaltungen. Ein Besuch lohnt sich immer. Die hölzernen Wellenbrecher sind die für Seeland typischen Holzpfähle im Wasser. Diese Wellenbrecher sind beinahe an allen seeländischen Stränden zu finden. Hier wird gezeigt, wie die Holzpfähle früher mit viel Arbeit in den Boden getrieben wurden. Das jährliche Deichfest im August ist immer etwas ganz Besonderes und ein ganz spezieller Höhepunkt. Es beginnt bereits am Tag mit verschiedenen zusätzlichen Veranstaltungen und Vorführungen. Ein DJ ist am Abend für die Musik zuständig. Gerne habe ich dieses Ereignis im Ort und auf dem Deich miterlebt. Bei dem traditionellen Ringreiten muss auf dem Pferd in einer abgesteckten Bahn mit einer Lanze ein hängender Ring getroffen werden. Die Pferde werden für die Veranstaltung sehr schön geschmückt und werden dabei ohne einen Sattel geritten. Das seeländische Zugpferd ist natürlich die authentischste Rasse. Das Chaisenreiten ist dem Ringreiten ähnlich. Die Teilnehmer sitzen in einer Kutsche, die von einem Pferd gezogen wird. Die Kutschen und Pferde sind meist wunderschön geschmückt. Die Teilnehmer tragen dabei ihre traditionellen Trachten. Das Ringreiten in Seeland entwickelte sich von einem ursprünglich mittelalterlichen Volksvergnügen zu einem echten Volkssport. Ein tolles Erlebnis, wenn man sich auch für die Kultur des Landes interessiert. Vielleicht sehen wir uns mal hier in Westkapelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo oder einen Daumen da. Bis bald und ciao ciao!